ne, das bringt jetzt auch nur brechende Moor. Achso, ja, das wäre natürlich auch mal eine Idee. Irgendwas. Neuer Plan. Warte mal, hier, das der ist genial. Oh. Keine Ahnung, was das bringen soll, aber ja, hier unten kann man das Teil übrigens auch noch reinlegen. Weil dafür brauchen wir, glaube ich, drei Stück. Das ist das Endziel wahrscheinlich. Ja, ich habe gerade Endziel gesagt. Bringt uns das Teil da drin irgendwas? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Ja, du kannst durchschwirren, aber mehr auch nicht. Das Lasernetz fehlt halt noch, wow. Wow. Ja, das Lasernetz muss das irgendwie weg. Ich schätze mal, das Lasernetz geht. Nee. Laser, jetzt geht nicht dadurch aus, sondern da wird der Cube durchaktiviert, wenn wir da einen Laser drauf schalten. Ich geh mal kurz raus und gucken, ob irgendwo irgendwas passiert, wenn ich hier drauf drücke. Ja, das geht reverse. Ach, das reversed ist. Reverse. Ist das was? Wird vielleicht der Cube nicht aufgehalten von dem. Schick mir mal den Strahl durch. Also den komischen Beamstrahl da. Genau. So, dann machen wir das jetzt mal so und so. Ich weiß noch nicht ganz genau, warum ich das jetzt tue, aber es hat bestimmt auf irgendeiner Ebene Sinn. Und dann biegt er ab, echt jetzt. Scheiße. Ich habe eine Endlosschleife gebaut. Okay, mal gucken, was passiert, wenn wir den jetzt einfach durchschicken. Also der fliegt durch. Bin mir nur nicht sicher, was er jetzt da drüber auf der anderen Seite soll. Ah, nicht mich! Ja. Ja, also ich habe den Cube jetzt erfolgreich über die Lavagrube gebracht. Bin mir nur nicht sicher, warum. Ach, Mann, sind wir dämlich. Ich kann dir den einfach rausschicken. Kannst du? Ja, natürlich. Mit dem Reverse-Ding. Geht er nicht da kaputt? Nein. Nicht? Sicher? Wenn du das einfach... Warte mal. Nehmen wir es noch logisch, jetzt verstehe ich es nicht mehr. Zurückschicken geht hier ja nicht, ne? Ja, aber wieso? Weil da eine Wand ist. Ja, ich weiß. Ich glaube, die mussten mir hier rausgehen, weil hier gehen die Laserstrahlen. Ja, hier kannst du mir doch ja, durchgeben. Ach so, stimmt ja. Der geht ja nicht durch Laserstrahlen kaputt, da war ja was. Aber ich habe den doch erfolgreich gerade über die Grube darüber geworfen. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das getan habe, aber... Irgendeinen tieferen Sinn wird schon nicht haben. Bestimmt. Achtung, heiß und fettig! Ja, mein. Okay, dann lenkst du jetzt den Laser da um und schießt ihn irgendwo gegen die Wand. So, ja, mich hat's auch gerade genervt. Schieß mal einfach irgendwo gegen die Wand und schickst mir dann rein. Ja, geht aber. Ah, warte mal. Hier und. Ja, so muss es gehen. Ja, genau. Au! Ich muss das rote. Ja, wobei, so geht's eigentlich. Ja, lass einfach mal so. Und dann müssen wir das. Ja, hab's. Okay, dann fällt jetzt da hinten der Cube raus. Ach so, genau. Und jetzt brauchen wir dann noch. Fuck. Geht er da auch? Ja, ja, richtig. Jetzt schick mir nochmal das, ja, der geht wahrscheinlich da auch durch, nehme ich mal an, nachdem der andere durchliegt. Dann schick mir jetzt nochmal das Gesabbelding da durch. Oh ja. Beamstrahl, genau. Okay. Wieso krieg ich den dann jetzt nicht? Achso, weil es hier hin muss. Okay, gut. Und dann müssen wir das jetzt noch reversen. Deswegen ich hier einmal durch muss. Oh mein Gott, ich muss da hin! Nice. Okay, ich habe einen Cube. Dann muss ich mich jetzt hier noch hochfahren lassen, dann gebe ich dir den da wieder durch. Ja. So, perfekt. Da! Der Scheiß halt fällt mich direkt hier hoch! Okay, das brauchen wir dann nicht verstanden. Die Frage, wo muss der Cube jetzt hin? Also da oben drauf brauchen wir dann noch zwei, einen anderen. Dann haben wir das. Ach nee, wir haben ja schon drei. Okay, können wir mal deinen herzlichen Strahl da ausmachen, der nervt mich gerade. So. Nimm mal den anderen Cube und folge mir unauffällig. Wir bräuchten hier noch einen Ball, ne? Folge mir unauffällig! Alter. Ach, wie kommen wir denn da hoch? Hier ist eine Treppe. Manchmal gibt's Treppen! Ey, ich sag nur Dragon Age, ne? Bei Dragon Age, diese eine Scheiß-Tür, ja, die ich nicht gefunden hab. Nicht ums Verrecken. Ich hab da eine Stunde, bin ich durch die ganze Stadt geirrt, ne? Ja. Ist gerade irgendein. Ach, der Aufzug da ist hochgefahren. Schön. Das gibt's da oben so. Nur ein Knopf. Müsstest du aber auch hochkommen. Das heißt, ich fahr das Teil erst nochmal runter. Und dann. Und stell mich dann selbst drauf. Nein, nie runter! Fallen. Geht das? Okay. Ja, müsste eigentlich, wenn ich statt dem hier den hier runter tue und den dann drauf tue, während ich draufstehe. Ich weiß immer noch nicht, ob das immer so gewollt ist, was wir da tun. Oh doch, die wollen das so.
Okay, warum bist du... Ah, ne, deswegen bist du ja nicht lang gegangen. Ah, guck mal, dann kannst du jetzt da auf der linken Seite durch. Und die aus rechts ist. Speed! Naja, nicht wirklich. Wieso darf ich meinen Speed nicht mitnehmen? Ah, jetzt geht's. Warum bauen wir uns hier einen Speedy Gonzales Gang? Erstmal keine gucken. Ahnung. Ja, hier unten ist Säure. Das habe ich jetzt mal rausgefunden. Warum immer da jetzt auch Säure sein muss, ne? Ich hab nicht die leise Ahnung. Wo müssen wir da überhaupt springen? Ich hab keine Ahnung. Aber warte mal, da kommen wir aber zurück. Da war kein. Doch, da war ein Gitter da vorne. Ah, dann kannst du vielleicht durchheizen. Ich weiß ja bloß nicht, wo du da was zu springen sollst. Kannst du mich gerade nochmal reinlassen? In der Tat kann ich das nicht. Oder? Ja, du kannst. Doch, kannst du auf meine Seite rüber? Kannst du da rüber? Da ist doch Säure, oder? Achso, nee, da ist ein Glasscheibenweg, das habe ich nicht gesehen. Lauf dann mal nicht. Okay, du bist ja jetzt gefangen, du kommst dann nie wieder raus. Ich meine, ich kann hier einsetzen und. Ja, das sieht sinnvoll aus. The fuck? Warte mal. Einfachere Lösung. So, und jetzt springe ich irgendwo runter und katapultiere mich da wieder durch. Das ist bestimmt so gewollt. Ah, ja, doch. So was. Also, wenn du bist wieder hier drin. Ja, aber ich weiß halt nicht, was wir. Wo wir jetzt hin sollen. Okay, logische Ideen. Wir können uns da. Was wir machen können, ist uns. Ne, können wir nicht. Und damit können wir halt Sprung holen, ne? Und irgendwo hinspringen. Ach ja. Logisch, mach mal ein Portal hier hin und das andere dann unten drauf, ne? Okay, probier das mal. Aber warte mal. Achso, du meinst, dass es da unten vielleicht weitergeht oder was? Ja, da unten geht's auch weiter, da muss man nur. Ja. Mal jetzt mal. Ja, perfekt, nice. Okay, ich komme. Oder ich fall. Ganz großes Kilo. Ich bin nicht durch das scheiß Portal gekommen. Wieso hasst ihr mich? Ich guck dir jetzt zu. Ja, schon viel spannender als Dinge selbst zu tun. Ich kann hier nichts tun, ich muss glaube ich auf dich warten. Kannst du ruhig mal auf meinen Schalter drücken. Nur weil ich fehle, ist das kein Grund mich zu diskriminieren. Weißt du was ich jetzt kann? Ja, okay, das ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Ja. Okay, jetzt gucken wir nochmal, dass wir die Dinger da hinten ordentlich setzen. So? Ne, da war es dann ein bisschen tiefer gesetzt. Das ist echt ganz sinnvoll. Natürlich ist das sinnvoll, ich hab's ja gemacht, ne? Eben. Kann ja gar nicht schief gehen. Oh Gott. Oh, Trautigen! Ja, den Ball brauchen wir. Aber kriegen wir den jetzt hier jemals wieder raus? Was? Boah, ich bin. Was passiert, wenn ich hier. Ja, guck mal, hä? Wie hast du das jetzt? Sag jetzt, ich hab auf den Knopf gedrückt, auf den Uhr für den großen Roten. Echt? Kannst gar nichts. Also manchmal. Ah ja, aber guck mal, guten Tag. Ich hab die Technologie! Ja, ich bin. Echt jetzt? Ich kann doch darüber fahren, du Pappnase! Aber ich will doch helfen! Bist du sicher? Ich hätte dich dann noch reversen müssen mit dem anderen Gang. Ja, unbedingt. Nicht, dass es einfach rüberlaufen kann. Nein. Oh, okay. Der hat ein Sprungding. Oh. Ich will springen. Ich bereue dich. Echt jetzt? Echt jetzt? Du hast mich geblockt? Ja, ja. Und ich werde es wieder tun. You shall not pass. Oh, doch. Ah. Auf das Ende. Und like. Buttons, Elevators, hey, da ist ja sogar ein Bild davon. Verrückt. Boah, allen Warnungen seit Daumen nach oben geben. Aber hallo, wo ging ja schnell hier, ne? Keine Herausforderung. Dann wird das wahrscheinlich was ganz kompliziertes sein, weil es nicht funktioniert.
ist einfach ein Raum, wo nichts drin ist. Pass mal auf. Wir haben wieder ein halbes Jahrtausend. Das ist dann eine philosophische Frage dann. No. Okay, es. Hey, es geht Licht an. Ist ja nett. Was tut der Knopf? Ich hab einen Freund! Ja. Stell mir nicht die Frage! Oh Gott! Okay, passiert. Guck mal, ich hab gerade irgendwas getan. Ja, du hast da drüben, glaube ich. Oder? Guck mal, da drüben ist jetzt die Wand aufgegangen. Okay. Ah, nee. Ja, guck mal, das hier passiert dann. Ja, so. Bin ich hier drin? Also, ach, dann geht hier mal so ein Ding an. Geh nochmal drauf kurz. Dann haben wir nur mal zur Not jemanden. Ja, ich hab jetzt hier so ein komisches Strahldings. Ah. Aber sobald du runtergehst. So. Also, ja, warte mal, du kannst da einfach einen Button draufstellen, den ich zerstört habe hier. Held. Ja, ich mach sowas. Damit das nicht nochmal passiert, habe ich da jetzt eine Barriere errichtet. Okay, dann können wir dich nämlich da jetzt in Ruhestand schicken. Und ich stelle mich hier unten auf den Schalter. Ah ja, dann geht das hier auf. Macht ja sogar Sinn. Dann können wir nämlich das hier tun. Kannst du das Ding irgendwie reverse kommen lassen oder so? Wieso denn? Weil da. Achso, du musst noch raus oder was? Da sind Würfel. Ich komm raus, aber da ist ein Würfel drin. Da drin. Ja. Du halt das reverse. Also Reverse kriegen wir nicht hin, soweit ich das sehe, oder? Moment, Moment, Moment. Ne, da geht ja nur das auf. Hm. Wow. Also das kann ich tun. Ja, aber das bringt uns glaube ich nicht viel. Aber ich glaube, das müssen wir irgendwo anders da, um das Reverse. Ja, warte mal. Also wir können, das kriegen jetzt auf jeden Fall den Strahl hier raus. So, sind erstmal draußen. Dann, guck mal, hier oben ist auch nochmal so ein... So ein Laser da, ne? Die brauchen wahrscheinlich, um die Viecher da zu grillen. Nur oder damit ne, das macht keinen Sinn, ja. Was macht eigentlich der andere Knopf da unten? Da sind ja zwei Knöpfe. Ja, ja, der macht hier diese Barriere aus. Macht die Barriere aus. Deswegen bin ich hier überhaupt wieder rausgekommen. Da geht dieses Teil hier an. Olli, wir kommen da jetzt eigentlich schon zum Ausgang, ne? Einzige Problem, das wir noch haben, sind diese 10.000 Viecher, die uns da grillen werden. Aber, ja, ja, da war doch was. Ja, genau, dafür brauchen wir dann den zweiten Knopf, ne? Ja. Den zweiten Knopf, den zweiten Button. Ja. Button, sag mal! Ich weiß, was du meinst. Okay. Ich will doch in die andere Richtung durch! Wenn wir das jetzt erstmal offen, nee, den Cube können wir dafür nicht nehmen, ne? Nee. Ja. Weil der aktiviert ja den Strahl, den wir anscheinend brauchen. Aber warte mal, warte mal, warte mal, hier ist eine Linie. Ah, guck mal, der. Doch, doch, Olli, du hast recht. Ah. Lösung gefunden. Wir müssen da oben. Nein, das ist so ein Gitter drin. Da ist ein Gitter drin. Ja, ja, klar. Da können wir aber den Ding irgendwie reinwerfen. Weil dann würde er nämlich den Strahl blockieren. Der Strahl macht da hinten das Lasergitter. Und dann kriegen wir den anderen. Müssen wir den da hoch? Frage ist nur, wie kriegen wir den da hoch? Achso, ja, eigentlich kein Problem. Hol mal den da hinten raus. Und bleibt dann drauf stehen. Also mach mal hier ein Portal hin. Ja, du musst mich erstmal reinlassen. Ne? Ja, warte mal, warte mal, warte. Ich bin gerade im Überlegen. Ja, ist ja egal. Okay. Hier mal ran. So,